So, einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mist Survival mit einem kleinen Bug scheinbar. Ja, ich stand hier in dem Haus jetzt und es wurde sowieso neblig, wir können sowieso gerade nicht raus und habe so ein bisschen geguckt und gemacht und getan und Päuschen gemacht und habe dann versehentlich die Gasmaske angezogen, die ABC-Schutzmaske, die seht ihr jetzt hier, ne? Und ich kann sie nicht mehr ausziehen und ich suche jetzt schon irgendwie seit einer Viertelstunde nach einer Lösung, aber die Gasmaske, oder die, eigentlich heißt sie ja nicht Gasmaske, das ist eine Schutzmaske, die ist tatsächlich verbuggt. Also hier im Options Key Mapping ganz unten, Gasmask mit T, ja, und mit T zieht man die auch an. Und wenn man T gedrückt hält, dann seht ihr, da kommt so ein Kringel, da könnte man jetzt den Filter ändern, also erneuern, den Schutzfilter, den Sauerstofffilter, der da reingeschraubt wird, ja, die kann man finden. Und ich habe die hier an, der Filter ist auf 0, da steht auch Press T to use, Hold T to change filter while wearing, aber wenn ich T drücke, zieht er sie nicht mehr aus. Und das Problem ist, ich kann auch sonst nichts mehr machen. Also ich kann hier, ich drücke gerade hier sämtliche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Knöpfe, aber ich kann nichts machen. Ich probiere jetzt mal aus, wir legen uns mal hier hin und schlafen mal eine Stunde. Vielleicht geht's dann wieder, ich hoffe es geht dann wieder, wir sind sowieso total durstig. Ne, es geht nicht, ich krieg die Maske nicht aus. Ich speichere jetzt mal ab, ich weiß nicht genau, ob ich mir jetzt das Safe Game damit komplett zerballere. Game saved. Wir gehen mal ins Menü und laden dann mal gerade neu. Und wenn das Safe Game dann tatsächlich irgendwie jetzt korrupt ist, dann müssen wir leider neu anfangen. Oh Mann. Ja, Menü. Bitte ins Menü. Hinein. Ja. Hallo? Ja. Ne? Toll. Ah, okay. So, okay. Load Game. Tag 0, Tag 0, Tag 2. Wir laden das da mal. Preparing Resources. Vielleicht haben wir die Maske jetzt aus. Ja, sie ist aus. Okay. Und sie ist auch wieder auf 100%. Okay. Das ist strange. Ja, life is strange. So, wir haben 13.55 Uhr. Wir haben ein volles Equipment. Volles Inventar, meine ich. Wir wollten nach Osten. Ne? Der Nebel ist jetzt vorbei. Wir sind jetzt gerade hier, wenn ich mich recht erinnere. Wir haben nichts zu trinken. Also wir müssen auf jeden Fall jetzt mal Gas geben, hier, dass wir mal richtig in die Gänge kommen hier in dem Spiel. Haben uns ja hier ein bisschen umgeschaut in den ersten zwei Folgen, drei Folgen. Und ich trinke jetzt einfach mal hier aus dem Pömpelbach hier. F-Drink. Ich kann es nicht ändern. Ich hoffe, ich fange mir nichts ein. Erz hat wieder irgendwas. Irgendwas habe ich. Nö. Okay. So, ich nehme mir. Ne, ich nehme den Basie in die Hand. Da sind noch die ganzen Sachen drin. Warte mal, wir essen mal den hier weg. Messer haben wir auch keins, ne? Säge. Aber ist nicht schlimm. Sind denn hier auch Sachen nachgespawnt? Ne, die waren noch da drin geblieben, ne? Die hatte ich drin gelassen. So, okay. Also wir sind jetzt hier am See. Ich würde gerne hier rüber nach Sawmill.
Ich würde gerne nach Sawmill rüber. Also man sieht hier wirklich überhaupt nichts, ne? Irgendwie, was man mal einsammeln könnte, so Äste oder so. Sieht man nichts auf dem Boden. Hier liegt ein Stein. Aber so Äste, gar nichts, ne? Also da muss man schon... Also ich sehe, würde hier nichts entdecken können, ne? Dass man mal hier einen Ast aufnimmt oder so. Wenn man da so dran vorbeiläuft. Das ist wirklich schwierig. Naja, gut. So, hier ist die Straße. Das ist eine Tanke. Oh, warte mal. Was ist das? Was ist das Gebäude hier? Ich glaube, ganz am Anfang, als ich in der ersten Staffel gespielt habe, ich glaube, da ist man hier oben gespawnt. Und da gab es hier so ein, zwei Hütchen und dann ist man hier so runter und dann kam man irgendwann an dieser Tankstelle hier vorbei. Da ist man ganz da oben irgendwo gespawnt, aber wir gehen jetzt mal hier gucken. Schauen uns mal gerade hier um. Da ist nichts drin. Da auch nicht, da auch nicht. Oh. Das ist gut. Erstmal noch so ein Apfel weg. So, Hunger, Durst, uns geht's erstmal gut. Herz ist nicht so gut. Used for healing wounds and stop bleeding. Wie kriegt man die denn wieder hoch? Sollen wir mal einfach eine benutzen? Können wir benutzen mal eine? Ich kann die gar nicht benutzen. Ach doch, Treatment. Funktioniert das Menü dann auch nicht so richtig, ne? Statuseffekte, keine Treatment, wir haben nichts. Aber warum heilen wir uns denn nicht hoch? Kann man nicht mal mitnehmen. Da ist auch noch Benz drin. Das scheint nicht aufzugehen hier. Hier kann man auch nicht drunter gehen. Scrap. Komponenten. Mehr Komponenten, noch mehr Scrap. Okay, da sind Zombies drin. Das spare ich mir mal gerade. Können wir auch schon nicht mehr mitnehmen. So, okay, also wir sind jetzt hier. Dann lass uns mal hier die Straße hochlaufen. Vielleicht finden wir hier einen Briefkasten. Den kann man aber nicht looten. Na, hier wäre doch ganz nett, ne? Aber... Ich glaube nicht, dass man hier... Also hier können wir auf jeden Fall nicht unsere... Können wir auf jeden Fall nicht unsere Base drin bauen. Canned Fruit. Was? Da war doch. Hier war doch gerade was.
Paper. Oh, eine Cola. Hey, pass auf, wir schmeißen die ja jetzt weg. Ich nehme mir mal die Cola hier mit. Duct Tape. Noch eine leere Flasche. Also hier wäre eigentlich ganz schön, um hier zu wohnen, ne? So. Aber, was ist das? Kann man das mitnehmen? Ne. Nur Deko. Schade. Eigentlich wäre hier ganz schön, um hier zu wohnen, aber, oh, ein Düngersack. Noch ein paar Stiefel. Aber dadurch, dass wir, vielleicht können wir ja hier unsere Base bauen. Das ist voll der Ramschlad, das ist ja cool. Rest. Auf dem Stuhl könnte man sich hinsetzen. Schade, ich hätte mir jetzt einen Gitarrenton gewünscht. Guck mal hier, das Ding gibt's doch auch in 7 Days to Die, oder? So, da ist Paper. Pen and Paper. Da ist eine Tasche, aber die kann man leider nicht mitnehmen. Bleistifte, Papier. Oh, the unbroken safe. Da liegt auch noch Klebeband. Scrap Metal. Revolver Munition. Oh, Double Barrel Shotgun liegt hier auch noch eine. Okay, also hier müssen wir auf jeden Fall wieder hin. Replica Wooden Spear. Wo ist denn der Schild jetzt hin? Och nee, echt, ist der jetzt hier runtergedroppt und hier durchgepackt? Shit. Okay. Cool. Barker Drugs. Vielleicht können wir ja hier unsere Base bauen. Nee. Hier ist gar nichts. Komplett leer. Da ist auch noch Benzin drin. Oh, ein Rad. Und ich kann überhaupt nichts mitnehmen, ne? Ach man, was ist das ärgerlich. Huch. Hat gerade kurz geleckt. So, also wir sind jetzt irgendwo. Jo, wir sind hier, ne? Da sind aber die drei Gebäude. Dann müsste das dahinter sein. Wir gehen mal gerade hier hoch. Das war jetzt knapp. Hier ist auch noch so eine kleine Hütte. Kann man auch keine Base drin bauen. Da scheinbar auch nicht. Hier auch nicht. Muss doch hier irgendwo gehen. Hoffe ich mal. Komm ich hier hoch? Das geht jetzt auf einmal. Aber hier gibt es mal gerade überhaupt nichts, ne?
höre da irgendwas häscheln. Aber es ist kein, glaube ich, kein Wolf. Doch, es ist ein Wolf. Das ist ein cooles Haus. Hat da gerade ein Schwein gegrunzt? Da, tatsächlich. Da liegt ein Schwein unterm Baum. Faule Sau. West Town Museum. Oh. Spaten. Kochtopf. Oh, Mörser und Stößel. Eine alte Gitarre. Ein Sarg. Noch eine Schaufel. Kürbisse kann man nicht mitnehmen. Ein Schädel. Stein. Amboss. Flaschen. Sattel. So, hier ist noch so ein Schild und noch ein Speer. Restroom. Geht nicht auf. Eine Blueberry. Okay, dann muss die da liegen bleiben. Klavier. Ein Ast. Boah, das ist ja mal stylisch, das hier. Oh! Upgrade Fish Bucket. Ja, sehr cool. Warte mal, hier, Gears. Back. Fishing. Sehr cool, da haben wir schon 4 da drin. Leder. Schwefel. Eisenerz. Also wenn das mal nicht richtig geil ist, das hier. Eine Feder. Haben wir auch noch keine gefunden bisher. Ein Blatt. Ein einzelnes Blatt. Ey, wir stehen hier mitten im Wald, ne? Und man findet nirgendwo Blätter. Okay, also ins Museum müssen wir definitiv auch nochmal. Empty Metal Case. Hier kommen wir auf jeden Fall auch nochmal her. Sehr nice. Sehr, sehr geil. Zu Besuch im Museum. Sehr cool. Warte mal, ich mach mal gerade, jetzt weiß ich nicht genau. Macht Steam jetzt einen Screenshot? OBS müsste eigentlich einen Screenshot machen. Ist denn F... Ich muss mal ganz kurz gucken, warte mal. Nein. Options. Key Mapping. Was ist denn auf... Ist auf F10 irgendwas drauf? Quick Save. Quick Save auf F5. Wo ist denn Reload? Also auf R, aber wo ist denn Quick Load? Quick Load gibt's nicht, wa? Destroy Structure. Gibt's nur Quick Save, aber es gibt kein Quick Load. Ich mach mal Save Game. Mach mal so. Sehr, sehr cool, dieses Museum. Das ist ja mal richtig geil. Oh, oh. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Pick up SWAT Helm.
Oh Mann, 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 Mann. Eine Angel. Okay, jetzt haben wir echt ein Problem. Jetzt haben wir gerade echt ein Problem. Pass auf, wir schmeißen mal die Bretter weg. Wir schmeißen mal das Holz hier weg. Ich nehme mal die Angel mit. Jetzt müssen wir mal gucken, kann ich die hier? Nee. Equipment. Nein, Gears. Back. Fishing. So, dann ist die nämlich aus dem Inventar raus. Sehr cool. Ich kriege aber den SWAT-Helm da nicht mit. Schmeißen wir mal gerade die Steine weg. Nehmen uns den Helm. So. Equipment. Dachte gerade, wo ist der Helm hin? So. Gut. Wir lassen den Krempel mal hier liegen. Ja, sehr cool, ey. Sehr, sehr geil. Gehen wir mal noch hier hin. Geht es nicht auf? Ah ne, hier waren wir schon drin, ne? Warte mal, aber in dem Haus, da waren wir, glaube ich, nicht, ne? Wir hätten auf jeden Fall ein Klo, oder? Das ist doch schon mal viel wert. Scheint auch nichts drin zu sein. Ich weiß nicht, ob da oben irgendwie was sein könnte. Ich glaube nicht, dass man hier irgendwie hochkommt, hier den Balken. Das hier war alles zu, ne? Mal hier runter gehen. Noch ein Rad. Okay, also man findet die Sachen eigentlich relativ fix, wenn man so ein bisschen weiß, wo man suchen muss. Was wir allerdings nicht gefunden haben bisher. Das ist einer dieser Seeker-Zombies. Der steht da hinten doof rum. Können hier auch keine Base machen. Der bewegt sich auf mich zu. Und die halten verdammt viel aus, glaube ich. Da ist noch einer. Da war gerade noch einer. Shooter Bier. Okay. Also das hier ist, steht das auch hier drauf? Kann man nicht lesen. Aber wir sind auf jeden Fall hier. Wir sind genau hier. Old West Town. Hier rüber gehen, aber da müssten doch noch mehr Gebäude sein. Genau, hier die ganzen Gebäude. Aber da waren wir, ne? Da hinten, da oben sind auch noch Sachen. Die hier. Da sind wir nicht hingegangen.
laufe mal gerade da hoch. Vielleicht gibt es ja hier eine Möglichkeit. Aha, hier ist das Sägewerk. Auf jeden Fall irgendwelcher Kram rum. Crap. Man, Stofffetzen. Wölfe. Kommt man hier rein in das Ding irgendwie? Braunbär? Das ist doch kein Braunbär. Kein Messer zum Schlachten, hä? F. Grab Wolf. Okay. Mist. So, hier kann man sich wahrscheinlich auch keine Basis bauen, hä? Steht noch ein Wolf. Da ist gerade ein Ast gespawnt. Okay, schade. Alles leer hier drin. Ich muss aufpassen, wenn ich die Treppen runtergehe, ne? Ich bin da immer so flink unterwegs. Ich habe mir irgendwann die Geräten gebrochen. Da oben ist ein Aussichtsturm. Da könnte man sich vermutlich eine Basis bauen. Food Poisoning, Self-Healing. Schon wieder? Ach ja, das sind die Aussichtstürme. Da waren wir ja gewesen. Okay, dann versuchen wir mal weiter hier. Versuchen wir mal weiter rüber in Richtung Community zu kommen, ha? Irgendwie Waschmittel oder sowas. Waschpulver. Ja, ich habe immer Angst, dass ich mir wieder einen Fuß verstauche. General Store. So, das hier ist jetzt das letzte Gebäude auf der linken Seite. Das ist das da. Das heißt, wir laufen jetzt runter bis zur Kreuzung und dann rechts. Ich hoffe, wir finden da irgendwie was. Ich hoffe, wir finden da irgendwas. Es wird nämlich auch langsam dunkel. 17 Uhr, ja. 17 Uhr wird es dunkel. Da gehen die Lichter aus, da kommt der Sandmann. 6:30 wird geschlafen. Also ich sporte, ich laufe, ich renne, ich mache, ich tue. In der Hoffnung, eine bessere Base zu finden. Ach
so, falls ihr euch fragt, warum es den ganzen Tag nicht neblig war, es war genau da neblig in der Aufnahmepause, wo ich dann krampfhaft versucht habe, diese ABC-Schutzmaske abzunehmen, ja. Deswegen haben wir jetzt keinen Nebel gehabt hier. So, hier ist die Kreuzung, hier müssen wir rechts. So, und da ist der Kirchturm, da hinten ist der Fluss. Wir sind, oder der See, wir sind genau hier, ne? Das müsste der Fluss sein, den wir sehen. So, hier ist auf jeden Fall ein kleines... Irgendein kleines Kaff. Gehen wir hier zur Kirche, aber ich glaube... Oh, da vorne ist so grüner Nebel, ne? Hast du gesehen? Local Church. Ich würde mir ja gerne die Kirche länger anschauen. Aber dazu haben wir leider keine Zeit. Hier scheint es auch nicht wirklich die Möglichkeit zu geben, ein Haus in Beschlag zu nehmen. Ich glaube fast, wir müssen uns selber eins bauen, wa? So, den Eindruck habe ich irgendwie, hier scheint ein Haus zu fehlen. Kommt dann mit dem nächsten Patch oder so wahrscheinlich. Hier ist eine Autowerkstatt oder sowas. Eine kleine Tanke. Hier ist auch grüner Nebel. Das ist uncool. Also das Gebiet hier, das, ich kenne das noch so ein bisschen. Wir sind damals mit dem Auto da hinten über den Hügel gefahren. Aber da sah das hier alles völlig anders aus zu der Zeit. Okay, hier ist auch nichts. Da hinten ist noch irgendwie ein Gebäude. Da ist noch irgendwie was. Ich glaube nicht, dass man die Scheune da in Beschlag nehmen kann. Lauf mal da hinten rüber. Ich lauf mal da hinten rüber. In der Hoffnung, dass wir da irgendwie... Ich habe keine Ausdauer mehr, das gibt's nicht, ne? Dass wir da irgendwie was haben. Pumpkins, $2. Hier ist der Trecker von Jule aus Landwirtschaftssimulator. Nein! Destroy Seeker Nest first. Ich werde so sterben.
so, das ist das Ding hier, oder was? Macht man es denn kaputt? Oh. Ein Wagenrad. Animal Dong. Oder ist er vielleicht da vorne drin? Das, aber wie macht man es kaputt? Nehmen wir mal ein Basie. Tja, hier gibt's Feuerholz. Destroy Seeker Nest first, aber... Okay, das ist jetzt merkwürdig. Aber ich meine, okay, es macht mir ja nichts. Im Moment jedenfalls macht es mir nichts. Von daher mache ich jetzt mal hier die Tür zu. Und, lass einen lieben Gott einen guten Mann sein. Ich habe keine Ahnung, wie ich das kaputt bekommen soll. Oben scheint ja auch nichts zu sein. Ich sehe echt nichts hier, ne? Helm, eine Hose. Ja, nö, keine Ahnung. Ich mach mal hier zu, setz mich da oben drauf, in der Hoffnung, dass nichts passiert. Und überlege mir mal, beziehungsweise google mal, wie man dieses Nest-Ding da kaputt bekommt. Irgendwas werden wir schon finden. Tomatensoße. Ja, wir haben Tomatensoße gefunden. Das war schon mal sehr gut. Und hier liegt auch noch Klebeband. Okay. Und dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge nochmal wieder. Alles klar. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ja, bis morgen. Macht's gut und tschüss.